Sehr schön hier. Geht. Fall. Oh, jetzt weiß ich, in dem Dorf hatte die Angst, dass sie abgestochen werde. Wir sind in so ein Nazi-Dorf reingekommen und dann hingen da so irgendwelche Nazi-Flaggen raus oder Ausländer raus stand irgendwo drauf und wir sind mit euch da durch. Und mir hat jemand die Hitlerhose entgegengestreckt, dass wir rein über die Grenze gefahren sind. Hat gerufen, du Hippie. Ich hab auf dein Kind gerotzt. Freunde, mich freut es sehr, dass ihr die Longboard-Tour-Reaktion von uns vier Rentnern so chillig findet. Das hier ist der zweite Teil der letzten Reaktion und eventuell auch der vorletzte Teil dieser ganzen Serie. Es passieren auf jeden Fall noch einige wilde Dinge, aber jetzt erstmal, was ist mit Vroni? Wo ist das Mädel hin? Wir werden es jetzt erfahren. Let's go. Wir haben noch 10 Kilometer vor uns, dann sind wir da und wir haben hier noch die Verena am Start. Oh mein Gott, ich weiß sogar noch, wer es ist. Ich glaube, die hieß Veronika oder so. Oder Vroni. Ihr Nickname hieß Vroni. Und wir haben hier noch die Verena am Start. Verena? Ja, Verena. Ich habe Veronika gedacht. Ja, die war so nass geschwitzt, das war unfassbar. Wirklich, die war komplett. Ja, das ist natürlich das, was sie gemerkt. Das war kein Regen. Ja, ja. Das war kein Regen. Respekt an sie. Die war wirklich mental am Ende, körperlich am Ende. Die hat geschwitzt. Das ist ja überhaupt nicht, ist ja kein Front oder so an die Zuschauerin, sondern einfach nur krass, dass sie durchgezogen. Die hat bis zum Ende durchgezogen, obwohl die wirklich, die war tot. Ich frage mich nur, jetzt ist die den ganzen Tag mitgefahren? Ja, die wird abgeholt, von ihrer Mutter wird die abgeholt. Ah, als die wir angekommen sind, okay. Genau, die hat das vorher geklärt. Das ich so, wir gehen ins Hotel, tschüss. Nee, als es nämlich dunkel wurde, habe ich ihr nämlich noch gesagt, fahr lieber nicht mehr mit uns mit, weil wir haben noch 10 Kilometer oder so zu fahren oder irgendwas. Das ist zu gefährlich oder so, nur wenn du abgeholt wirst. Dann hat die nämlich ihrer Mutter Bescheid gesagt, die hat gesagt, ja, die holt die ab. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du mitkommen. Weil immer, wenn Zuschauer im Dunkeln mitgekommen sind, haben wir immer mit den Zuschauern geredet und haben immer allen Zuschauern gesagt, ab jetzt dürft ihr nicht mehr mitfahren, außer wenn jemand euch wirklich sicher abholt und wenn eure Eltern es erlauben. Und bei ihr war es halt so, und dann war es okay, dann haben wir die erlaubt. Weil die meisten Zuschauer haben wir verboten. Mitzukommen. Wir waren schon recht verantwortungsbewusst, weil wir haben immer, wenn es dunkel wurde, haben wir gesagt, nee, ihr dürft nicht mehr mit. Ja, und die sind trotzdem mitgekommen. Perfekt. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt kommt. Ich glaube, die zieht gleich einen grünen Helm auf und sonst ändert sich nichts. Die hier, die ist schon richtig nass geschwitzt, die ganze Zeit, aber mit uns fährt der Dena. Alter, geiler Schwenk. Das war eine Fata Morgana einfach. Das war einfach die ganze Zeit Dena. Das war die ganze Zeit Dena. Oh. Ja, die Verena. Mal eben kurzzeitig verloren gegangen. Ich hab gerade noch erzählt, wir waren verantwortlich. Und sagt einfach nicht verloren. Legenden besagen, sie ist immer noch verloren. Die fährt immer noch Longboard. Oh Gott, die Arme, wir müssen die finden. Die sucht uns. Lustig, das auch wäre, so wie du es jetzt geschnitten hast. Stell dir mal vor, so hätten wir es damals auch geschnitten. Das ist so das Letzte, was wir von Verena hören. Sie ist verloren gegangen. Schnitt weg. Hey, ihr Pandas. Seid ihr gut durchgesprintet? Ja, war geil? Richtig Bock. Richtig motiviert. Einfach zerstört, ey. Ja, einfach jetzt schneller nach Hause. Es macht gerade richtig Spaß, hier den Berg runter zu cruisen. Wir sind gerade die ganze Zeit den Berg hochgefahren und jetzt fahren wir halt den Berg runter. Mega geil. Hier nochmal richtig Motivation. Keine Autos. Keine Autos? Einfach weiter. Ich komm zu dir. Nein. Ich komm auf die Straße. Oh. Mal direkt Panik, wenn du sagst, ich komm zu dir. Nein. Ja, genau, Felix, wir hatten letztens sehr viele Momente, wo Simon uns aber festgehalten hatte und wir wissen ja alle, wie das immer geendet hat. Immer runtergeflogen, aber ich weiß, dass wir am meisten dich geschoben haben. Schieben den. Das ist auch, ja, das hast du sehr oft gesagt, auf jeden Fall in den Videos. Ich weiß nicht warum. Weil wir dich immer geschoben haben. Ja. Wir machen weiter erstmal. Ja, wir haben jetzt ein Candlelight-Frühstück. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen frühstücken auf der ganzen Tour. Boah, man sieht Felix auch nur am Schnibbeln die ganze Zeit. Ja, ich bin auch gar nicht gefahren, habt ihr gesehen. Ich war die ganze Zeit bei den Fastlane wieder nicht dabei. Ne? Ich bin schon vorgefahren, hab geschnitten. Ist schon crazy, ne? Wir müssen mal überlegen, dass wir am Anfang noch wirklich bis tief in die Nacht durchgezogen haben, einmal bis 4 Uhr morgens geschnitten haben. Und nachher wird das auch schon so an den nächsten Morgen verlagert, weil wir einfach körperlich nicht mehr konnten, ne? Ja. Aber Felix hat, glaube ich, zu jeder Zeit immer geschnitten. Auch immer wenn wir dann da hier am Essen waren, immer den Mac draußen. Wir haben auf jeden Fall auf dem Longboard hochgeladen. Dann ist da hast du auch gemacht, Surfstick da dran so hochgehalten und so. Ja. So, wir sind gerade angekommen und Dena und ich, wir haben beide Partnerlook. Ja, es gab aber keine Ahnung. Hast du einfach nicht geschrieben, dass Cheng und Simon noch ein Meeting hatten? Das stimmt nicht, ist einfach gelogen. Die haben noch geschnitten und wir waren sauer, dass die schneiden und sind deswegen schon mal schwimmen gegangen. Ach so. Okay, Cheng und Simon waren noch schneiden. Ich frag mich, wie du geschrieben hast. Du hast da reingeschrieben, Cheng und Simon haben ein Meeting. Ich hab gefragt, was für ein Meeting hatte ich denn da? Vor allen Dingen, warum Simon und ich? Wir hatten immer 2 Tage, wo denn die beiden anderen irgendwie noch schneiden. Ihr beide habt immer zusammen geschnitten und Ju und ich haben zusammen geschnitten und so Vlog. Wir haben immer abwechselnd so ein großes Aber was hätte ich denn für einen Grund gehabt zu lügen? Also wir haben uns auf jeden Fall so
ein bisschen immer so, oh, jetzt hast du wieder lang gebraucht, als ich mein großes Video hatte, habe ich mich voll beeilt, um das irgendwie schnell hochzuladen und jetzt, ihr beeilt euch nicht, jetzt müssen wir wieder warten. Egal, wir gehen jetzt ins Schwimmbad. So, hey, und dann schreibe ich hin, Simon und Cenk sind auf einem Meeting? Ja, weil du einfach verloren bist, genau wie heutzutage. Du tust, als würdest du einen Pool bauen, aber stattdessen wird alles andere gebaut und der Pool ist immer noch siffig. Ja, du bist einfach verloren, verloren, verloren. Du bist einfach unauthentischer YouTuber, wie immer. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Cenk, siehst du das, was die ohne uns gemacht haben? Das war sehr schön, das war ein sehr schöner Tag. Ja. Schönster Tag der Tour. Das ist der einzige Tag, an dem ich mich erinnere. Am Ende. Aber was Gute ist, ich und Cenk waren auch ohne euch schon im Pool, war auch nice. Wir haben nämlich im Pool auch viel Spaß gehabt, wir beide, auf Indonesien. Siehst du? So, okay. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, was? Aber ja, das war auf jeden Fall nice, ja. Deswegen hatten wir hier unseren Spaß. Ey, aber mal ganz kurz, was ist das für ein geiler Tunnel? So eine geile Rutsche mit den Leuchten. Ja, hättest du mal mitkommen müssen. In irgendeinem Dorf, nice. So nach Hamburg. Nach Lüneburg auch noch. Ich kenne nur die Salztherme Lüneburg. Ja, das ist das. Ach, das ist das Salü? Ja. Kann sein. Das hört sich so an, als ob wir da waren, Salü, oder? Hey, ganz ehrlich, weil ich habe gerade diese Rutsche gesehen, dachte so, da war ich, glaube ich. Das sieht so aus, als wäre ich da früher als Kind öfter mal gewesen. Ja, okay, dann ist Simon tatsächlich der Einzige, der noch nicht da war. Ich war auch. Ich war bevor ich da. Ich war früher mal in Lüneburg immer als Kind. Simon hat das gebaut, Alter. Ich hab's gebaut damals. In Minecraft. So, mein Junge, jetzt haben wir uns hier aber richtig ordentlich nochmal erholt. Waren wir 1,5 Stunden jetzt hier? Ja, hat mega gut getan. Was die anderen beiden in der Zeit gemacht haben, wahrscheinlich feinste Videos geschnitten, ja. Müssen wir bei denen abchecken. Auf jeden Fall haben wir uns um 14 Uhr verabredet zum Weiterfahren. Das ist genau, wie ich gesagt habe und Ju hat gelogen. Warum habe ich gelogen? Ich sagte, die haben geschnitten und für 14 Uhr haben wir uns weiter verabredet zum Weiterfahren. Und ich glaube, Simon hat am längsten gebraucht, mit Schneiden. Cheng war eigentlich fertig, aber Cheng ist aus Anstand, ist er da geblieben. Ich weiß auch, Cheng wollte eigentlich mitkommen in die Therme, aber ist dann aus Nettigkeit da geblieben, wenn Simon nicht alleine gelassen wird. Ehrenlos, wie du mich jetzt mich jetzt bloßstellst, ehrenlos, weil ich langsamer geschnitten habe. Aber ehrenvoll aber, von Cheng. Also einfach gerade sagen. Applaus an Cheng an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Wahrheit ist. Also einem Schwächeren zu helfen, ist halt immer, ne? So, ehrenvoll. Was für eine Hilfe denn? Ehren-Cheng. Ehren-Cheng. Ehren-Cheng und Ju und ich, kein Bock mehr gehen ins Schwimmbad. Wir haben ja zurückgehasselt zu euch, ne? Oh, ich hoffe, wir trennen uns jetzt nicht gleich wieder. Bord's wieder ab und dann geht die Reise weiter. Hier haben wir gestern noch übernachtet. Das Stadthaus. Hallo. Ich hab fotografiert. Ihr kommt hier nicht vorbei! Der Tour hat hier noch so einen Langlaufstab. Jetzt probieren wir mal aus, ob das hilft, das Pushbein ein bisschen zu entlasten. Aber bisher ist mehr so eine Spielerei. Vielleicht machen wir es noch falsch. Wer hat uns diesen Stab geschenkt? Wer hat uns damals... Manager. Er hat das mitgebracht und hat gesagt, das hilft. Das war aber total dumm. Das war so anstrengend. Also für alle Muskulaturen dann. Und der Simon wird jetzt gerade zum vierten Mal verarztet. Ich war so dumm. Ich bin einfach nochmal aufs Knie gefallen. Warum? Ich weiß, wir waren immer so lang gestreckt, weißt du, wie so ein Tour de France-Feld, weißt du, ich war irgendwo weiter hinten an dem Tag und dann haben wir da vorne schon gesehen, wie dann alle da lagen auf dem Boden, dachten so, oh nein, nicht, dass Simon wieder... Nicht schon wieder. Dann kommen wir da an und wer liegt auf dem Boden, Simon? Aber Cheng hat immer verarztet, ne? Ja, ich glaube, ich hatte auch diverse Nicknames, Dr. Cheng. Dr. Cheng. Grad, aber war cool. Hab auch zu dem Zeitpunkt dann wirklich gelernt, wie man Sachen verarztet. Simon hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben. Deinen Doktortitel zu machen. YOLO! Ich hatte schon die zwei Wunden, hab die Knie schon drüber. Oh mein Gott. Das heißt, Alter, als ob du damit überhaupt weitergefahren bist, Simon. Das ist ja mehr Wunder als Knie. Ich bin immer weitergefahren, schon drauf geschissen. Ja. So ein bisschen so Wasser abgesetzt, Wundwasser. Und dann ist da drunter so alles abgerieben. Und da habe ich die Schone ausgezogen, bin ein Stückchen weitergefahren und wieder aufs Knie. Also hat sie schon angehabt, aber ja. Hat sie schon an, aber dann hat sie gerade kurz ausgezogen und dann ist mir hingefallen. War das hier nicht sogar so, dass irgendwie Zuschauer vorbeigekommen sind? Irgendeine Mutter mit ihren Kindern, genau. Und hat irgendwas vorbeigebracht. Ja. So Binden und so weiter. Ne? Verbandszeug. Ja. Das war direkt an so einer Tankstelle. Das war so eine Tankstelle. Ja. Und ich weiß ganz genau, was Felix da für ein Getränk gekauft hat. Eine Coca-Cola. Natürlich. Alter, du hast so viel Coca-Cola getrunken auf der Reise. Trinkst du immer so viel Cola? Crazy. Ja. Oh mein Aber Gott. Nicht nur. Sondern auch Bier. Cola Zero auch. Und außerdem Radler haben wir da auch viel getrunken. Immer in so Gaststätten immer Radler und unterwegs an der Tankstelle immer Coca-Cola getrunken. Aber du hast auch sehr gerne Ramazzotti getrunken. Ja, nur an einem Abend. Ey, ich war da überhaupt nicht dabei übrigens. Doch. Nein, ich war schon früher ins Bett gegangen. Simon ist früher gegangen. Er war am Anfang dabei und ist voll früh gegangen. Ich habe die Story erzählt, dass der irgendwo gekotzt hätte. Ich habe es nie in meinem Leben mitbekommen. Ich war nicht der Einzige, der gekotzt hat, sondern Cheng oder du, einer von euch beiden hat auch noch gekotzt. Nee. Und ich hab Zieh uns da nicht rein.
Ich hab noch getroffen. Ich hab nämlich nichts verteilt von der Kotze, sondern einer von euch hat danach noch irgendwo nicht mal in den. Es war so ein Eingang. Dann ging es zur einen Seite rein in den Raum, wo wir getrunken haben. Auf der anderen Seite war die Toilette. Und irgendeiner von euch beiden hat in die Mitte in den Eingangsbereich reingekotzt. Nee, ich glaube, du warst das selber. Das war mal gekotzt. Ich weiß es noch 100%ig. Also bei mir war es so, Leute, und das ist immer auch heute immer noch so, wenn ich Alkohol trinke, dann kenne ich mein Limit und wenn ich merke, oh, ich werde langsam angetrunken, dann gehe ich einfach weg, weil ich werde mich nie so hardcore besaufen, dass ich kotzen muss. Leute, so ist es leider. Ja. Der langweilige Simon, aber... Lieber die Birne wegsmoken. Guck mal, der hält uns wieder fest. Ja, ich war auch tot. Ich war, beide Füße waren weg. Ach, wir haben dich sogar gezogen, weil du einfach nicht mehr konntest, ja, ne? Ja, weil meine Beine waren ja einfach nur noch dead. Weil auf Friendship, dead. Ja. Wo war ich denn da gerade? Ah, nee, ich hab die Kamera gemacht. Ja, ja, nee, alles gut. Ah, ja, stimmt. Ich hab die Kamera. Ach, stimmt, hä? Ich film selbst. Der Cheng war ein bisschen vor uns. Ja. Stimmt. Nee, Cheng hat auf Asozial gemacht. Der hat es einfach im Stich gelassen, wie immer. Ja. Cheng, so dich immer am Verarzen. Ja, ja, Cheng hat mich wieder im Stich gelassen. Stau! Stress. Stau bei dir, Dena! Yeah! Sauna! Oh, unser Bruder, ey. Steht dir gut, der Monte. Ein bisschen Abstand muss sein. Corona. Corona-Abstand haben wir immer gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Abstand muss sein. Tingle dich von die Sauna Bros. Voll. Ja, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt hatten dann Ju und Simon ein Meeting. Ich weiß, wo wir waren. Simon, wo waren wir? Wir waren doch im Bordell, oder? Im Bordell waren wir da schon. Wichtig, ja, so oft waren wir da. Ja, wir waren so oft im Puff. Nee, ja. Das war nur zweimal. In der einen Nacht halt sehr oft dann. Mhm. War wild. Ja. Und sehr teuer. That's what she said. Sehr teuer. Irgendjemand glaubt. Irgendjemand wird es in den Kommentaren glauben. Noch von netten Zuschauern eingeladen, beziehungsweise von einem und seinen Kumpels, dass wir hier bei ihm essen können. Er hat nämlich ein Restaurant. Oh, hallo. Das war das griechische Restaurant, ne? Ja, geil. Ja, cool. Der Vater hat ein griechisches Restaurant, es war echt ein nices Restaurant. Die sind mittlerweile auch schon selber Griechen, erwachsene Griechen. Und ja, die haben mittlerweile auch Kinder und der leitet das Restaurant. Und die haben auch alle Restaurants, ja. Die Kinder. So, das war's. Wir haben leider 16 Kilometer nicht schaffen können, aufgrund von Verletzungen. Und ja, wir fahren gerade zum Arzt wegen Simons Knie, weil das sieht nicht so gut aus. Wir haben sogar hier Laptop dabei, das heißt, wir werden gleich im Krankenhaus weiterschneiden. Krankenhaus wahrscheinlich. Ju und ich haben jetzt dasselbe T-Shirt wie das Mais. Was für Socken. Von Ju. Hä, aber mal nice Catch. Hast du die gerade so gefangen, direkt die Socke? Oder beziehungsweise nice Wurf, Alter, du hast genau in die Hand reingeworfen. Ja, das ist wohl eher. Ich komme gerade vom Tanzen, vom Hip-Hop. Ach, das war die. Oh mein Gott, ich weiß doch genau, die kenne ich auch noch. Und zwar, die hatte so ein Assi-Slang drauf. Und die hat irgendwie gesagt, Sichi oder so. Ja, Sigi, das war so ihr Catchphrase. Du hast irgendwas gefragt und gesagt, ja, Sigi, so ein Hip-Hop-Girl. Pass auf, ob die das sagt. Mal gucken, ja, sagt die. Die steht halt auch schon so, ne, als würde die es gleich sagen wollen. Ja, Sigi. Breakdance? Wir sind ganz am Tanzen. Ja, Loki. Aber eher. Ja, Loki, nein! Ja, Loki, das meine ich. Ja, Loki, ja, das, oh, ich hab's Digga. Falsch in Erinnerung. Ja, Loki, das hat sie gesagt. Loki. Genau, nicht ja, Sigi. Wir sind ganz am Tanzen. Ja, Loki. Ich wusste aber, dass sie sowas sagt. Ja. Szene. Ey. Läuft bei uns. Ja, Loki. Ja, Loki. Leute, hört mal ganz kurz zu, bitte. Jetzt kommt Ansage von Cheng. Oh. Jetzt gibt's Ärger, Freunde. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nicht vom Hotel irgendwie eine Großaktion machen. Stopp. Richtiges Opfer schon wieder, Cheng. Er kann sich durchsetzen. Er sagt, wir haben ja eigentlich gesagt, vom Hotel geht. Und dann sind alle mitgefahren auf der Straße. Alle am Filmen auch noch so. Mit allen ein Foto gemacht, das weiß ich noch. Nicht durchgesehen. Aber erst später, ich glaube so nach 500 Metern oder so. Wir haben übelsten Einlauf gerade bekommen, dass wir hier alles verbarrikadieren. Oh, ich weiß doch, was in dem Hotel passiert ist. In dem Hotel wurde ich morgens um 6 Uhr angerufen, aufs Hoteltelefon. Und dann hat die Rezeption war dran und sagt, dass mein Sohn sich gemeldet hätte. Oh mein Gott. Da hat ein Zuschauer angerufen da bei der Rezeption und sich als Sohn von Herrn von der Laden ausgegeben. Das ist die Story kenne ich gar nicht. Die Story kenne ich auch nicht. Ich habe es nie erzählt, damit es nicht noch jemand nachmacht. Nee. Meine Sorge war, er hat es nie erzählt, weil er wirklich ein Kind hat, er wollte es verheimlichen. Oh mein Gott, wie alt ist das Kind? Das Kind ist mittlerweile älter als du. Es war wirklich sein Sohn. Oh mein Gott, Felix, du asozialer Vater. Ihr habt ja alle gar kein Longboard. Was ist da los? Und nicht mal Longboard muss ich sagen, gehabt. Das hab ich immer am meisten aufgeregt. No front an die Fahrradfahrer. Aber wenn Fahrradfahrer mitgefahren sind, muss ich sagen, das hab ich immer übelst abgefuckt. Weil
die konnten das gar nicht fühlen, unsere Pain, unsere Experience konnten die gar nicht fühlen. Einfach mitgefahren, mit Fahrrad. Und die waren vor allem auch viel wendiger, das heißt, die waren mal vor uns, hinter uns, links, rechts und sowas. Aber ich würde ganz gerne was sagen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland alle Longboards schon ausverkauft. Naja, deswegen konnten sie auch keiner kaufen. Mal ganz im Ernst. Gar nicht so unwahrscheinlich. Alle weg gewesen, deswegen mussten sie sich irgendwelche Fahrräder holen. Ja, gut, dann nehme ich zurück. Aber bitte nie wieder Fahrrad fahren, danke. Alter, ganz Uelzen ist heute mitgekommen auf unsere Tour. Das sind die Leute vom Hotel. Und da haben wir dann angehalten, um mit allen Fotos zu machen. Und dafür sind sie dann aber da geblieben. Das war unser Deal. Ihr bleibt jetzt da, ihr ganzen Fahrradfahrer. Aber wir machen ein Foto mit euch dafür. Aber Felix, wir waren da alleine, ne? Wir beide, by the way. Nee, die anderen beiden sitzen da in der Traube da hinten gerade. Die machen gerade ein Foto. Ich weiß noch, wie so viele Leute immer zu uns ankamen. Wo sind die Männer? Und zu mir immer so, Cheng! Ich sag, ich bin nicht Cheng. So, wir sind ja gerade, weiß nicht, eine Stunde lang durchgesprintet. Haben bestimmt viel geschafft, oder? Nicht? 6 Kilometer. Alter, da sind wir, wie lange? Eine Stunde? Du meinst gerade irgendwie eine Stunde sind wir gefahren und 6 Kilometer erst weit gekommen. Yeah, geil. Ja, weil Fahrradfahrer uns so aufgehalten haben. Ja. Mit diesem ständigen Davorfahren und uns ausbremsen. Ja. Könnte ich nicht reinschlagen, ne? Der war wild, der Junge. Kranker Typ, oder? Hä? Der ist krass, das bin ich. 16 Kilometer. Genau, da hatten wir uns, glaube ich. Nee, da sind wir auch wieder zusammen. Wir haben schon gefolgt. Sehr stark von euch. Aber geht es bitte. Nee. Da ist nett. Er meint es halt ernst. Ich meinte es halt einfach ernst. Ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, ich war, glaube ich, innerlich am meisten abgefuckt. Auch äußerlich. Ja, aber es war in der Szene auch davor, wo wir losfahren wollten, sind Jude und ich dann wirklich losgefahren, weil dann sind dann manche aus der Gruppe dann auch hinter uns hergefahren und dann hat sich der Zug so in Bewegung gesetzt. Man wusste wirklich so, okay, wir fahren jetzt mal los und hoffentlich folgen uns die und die, damit wir irgendwie wieder loskommen. Ja, ja. Alter, guck dir mal an, was der rechts alles gekauft hat. dein Bester, Alter. Dickes Portemonnaie schon damals gehabt. Oha. Coca-Cola natürlich und Meth. Und Meth. Ich hab mein Portemonnaie an dem Tag verloren. Ah, ja, du hast dein Portemonnaie verloren. Das habe ich aber rausgeschnitten gehabt. Oh, danke für nichts. Es tut mir leid, wir können gerne darüber reden. Vielleicht privat. Oh, ist denke immer am besten. Alle sitzen hier und warten, dass der... Oh, mein Brötchen war so lecker. Ich hatte ein Brötchen mit Salat und Gurken drauf und ein bisschen Zwiebeln. Es war wild. Ja, es war geil. Das klingt wirklich lecker. Es ist wirklich bedrückend. Ne? Das ist einfach nur mal zu beobachten jetzt, wie diese Jungs hier essen und einfach nur essen wollen. Die wollen einfach so in Ruhe gelassen wollen, Alter. Und die stehen da und beobachten alle Kamera rausgefühlt. Ne? Alter, das ist crazy. Das war schon belastend. Deswegen habe ich es auch nicht so gemocht einfach. Ne? Man fühlt sich halt beobachtet, ne? Ja. Fände ich auch heute nicht so cool. Aber es ist nicht mehr so. Der Hype ist vorbei. Der Hype ist vorbei, Leute. Damit die live dabei sein können. Woraus besteht ein Oreo? Aus Zucker, Fett, Pflanzenfett. Ist richtig! Was? Woraus hat er gesagt? Woraus aus Oreo. Es ist echt sau schön hier. Hier ist sehr schön. Wie unangenehm. Wie, Leute? Für uns alle wohl. Doch, das war keine so gute Idee. Aber sie nicht halt so. Ey, wahrscheinlich hat sie innerhalb diesen Zeitraums noch nie so viele Leute im Restaurant oder beim Bäcker und noch nie so wenig Umsatz gemacht. Ever. Stimmt. Ja, weil die haben alle nichts gekauft. Die waren ja vier Leute kaufen, ey. Die Hose ist komplett nass, Alter. Ja, guck mal, meine die ist so nass. Ja, stimmt. Wir haben beide angewiesen, ja. Achso, ja, angewiesen, ja. Wir wissen nicht mal, wo Simon und Dena gerade sich befinden. Wenn ich jetzt zu lange pausiere, dann wird meine Hose so richtig kalt und dann werde ich krank. Deswegen fahre ich jetzt einfach. Gell? Und somit haben sich unsere Wege wieder getrennt. aber warum haben unsere Wege sich da getrennt? Warum? Wir sind immer schon so lang gezogen gewesen. Da haben wir uns nicht gestritten. Da waren wir einfach nur so weit auseinandergezogen mit den ganzen Leuten und dann willst du auch nie aufhören, irgendwie Gas zu geben. Und dann irgendwann ist man so ein bisschen auseinander und dann sieht man sich nicht mehr oder einer muss mal eine Pause machen, der andere ist schon weitergefahren, hat es nicht gecheckt. Da haben wir uns nicht, ich weiß, da haben wir uns gestritten. Ja, da kurz vor Magdeburg, dem Atelier, wo wir waren, da haben wir nämlich auch andere Wege gefahren. Es war ja tatsächlich auch so, dass so viele Leute immer da waren, dass wir manchmal auch gar keinen Bock mehr hatten zu reden. Also grundsätzlich einfach, dieses Reden war schon derbe anstrengend. Ah. So auch kein Film. Die haben uns immer gefragt, alles so. Ja. Das war schon. Ja, das gab es auch noch, ne? Dass wir manche noch in der Gruppe gefahren sind, manche hatten einfach keinen Bock mehr und dann sind wir einfach mal weggepusht und sind ganz schnell weggefahren, einfach nur, dass uns keiner folgen konnte. Ich höre dich. Ja, wir hören dich. Hallo. Cheng. Hört ihr mich noch? Wir hören dich, ja. Seid ihr alle weg oder bin nur ich weg? Ach, Cheng. Hör doch auf. Ja, das war's dann mit dem Video für heute.
Er schreibt einfach. Wir hören Cenk gerade, ja, aber er hört uns nicht. Jetzt. Okay, dann gucken wir noch eine Minute weiter. Ja, gucken wir noch eine Minute weiter. Wir wollen gerade Abbau machen. Ich mach meine eigene Longboard-Tour. Sehr schön hier. Oh, jetzt weiß ich, in dem Dorf hatte die Angst, dass ihr abgestochen werdet. Wir sind in so ein Nazi-Dorf reingekommen und dann waren im Dorf waren dann auch so zerfallene Häuser und dann hingen da so irgendwelche Nazi-Flaggen raus oder Ausländer raus stand irgendwo drauf und wir sind mit euch da durch. Doch, das war das Erste. Warum in dem weiß Tag, ich das gar nicht? Sind wir über die Grenze gefahren, also die alte Grenze, aber da war es auf einmal, waren wir so ein Nazi-Dorf und ihr hattet voll Angst und zu Recht. Mir hat jemand die Hitlergruß entgegengeschreckt, dass wir rein über die Grenze gefahren sind, hat gerufen, ne? Also das, was man dann so sagt beim Hitlergruß und dann hat er noch gesagt, du Hippie. Echt jetzt? Ja, genau. Ich glaube nämlich, dass Simon mehr kassiert hat als wir. Ja, ich war auffälliger mit meinen Dreadlocks. Ich sah halt so extrem links aus und deswegen haben die Leute mich immer angefeindet. Aber ich glaube, wir hatten tatsächlich ein bisschen Schiss oder waren so richtig vorgeprägt dadurch, weil wir sind über die Grenze. Wir haben sogar noch gesagt, so, yo, hier stand damals die Mauer, bla. Und dann das Erste, was kam, bumm, kam halt die Begrüßung an Simon. Mich, ja. Mit Hippie, scheiß Hippie. Ja, genau. Und das war crazy. Und dann, egal in welches Hotel wir gegangen sind, das war dann so, oh shit. Oh ja, doch. Ich erinnere mich sogar an dieses Hotel, wo ich selber, glaube ich, auch noch Schiss hatte. Ja, das gruselige Hotel. Ja, das war so ein gruseliges altes Hotel. Mhm. Und ihr wart da zusammen, ihr beide wart in irgendeinem Meckes und da hat ihr irgendwas geschrieben, dass draußen vor der Tür so ein paar Leute sich versammeln oder so Scheiße. Boah, ja. Natürlich wieder Kohle in der Hand, wir machen weiter. Telekom 6 haben wir sogar hier LTE-Empfang. Zwar nicht mit vollem Empfang, aber Antennenverlängerer Cheng. Alter. Das ganze Hotel. Ich glaube, dass nur irgendwas gebracht hat. Damals das gute YouTube-Dashboard noch. Damals, als das Dashboard noch nicht komplett scheiße war. 2 Minuten nur noch. Nur noch 2 Minuten. Alter. So, wir sind jetzt in diesem Hotel angekommen und... Moment, war es das gruselige Hotel? Ich glaube, das war das, ja. Alter, kann man mal bitte ganz kurz drüber sprechen, dass ich noch nicht ein Tattoo am Körper habe? Krass. Ey, du hattest kein Tattoo am Körper. Zieh mal Pullover aus, nochmal. Könnt ihr euch mal checken, wie er damals aussah und wie er jetzt aussieht. Oh. Auch Rücken zeig. Alles. Muss auch Rücken zeigen. Also Rücken ist nicht so viel. Rücken habe ich nur... Ein bisschen. Hinten habe ich nur ein Porträt. Ja, aber groß. Nee, auch nicht. Hä? Du findest das nicht groß? Das ist schon sehr groß. Das ist sehr, sehr groß. Das ist schon sehr groß, ja. Schon sehr, er sagt so, nee, ist nicht groß, ist so halber Rücken fertig. Aber hier ist halt Ciao, ne? Alles hier vorne. Ja. Ist Ciao. Ja, aber heftig, Mann. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das war wie vor Geburt. Felix, hast du noch dein Longboard-Tattoo eigentlich oder weggelasert schon? Longboard-Tattoo, ne? Was ist das noch? Das Longboard-Tattoo, deshalb wollten wir uns alle zusammen stechen und wir haben es nie gemacht, Opfer. Ja. Nee, warte mal. Felix war der Einzige, der es gestochen hat, ne? Ich glaube, Felix ist der Einzige, der es nicht gestochen hat. Was, Felix, du hast es? Wir wollten zusammen einstechen, wir haben es aber nie gemacht. Nein, wir haben es alle einzeln irgendwas gestochen, aber ich war wo denn? Wo habt ihr Felix, gemacht? Du hast das Longboard-Tattoo nicht gestochen? Oh mein Gott. Wir haben es alle an der Wade gemacht wegen hier. Wir haben es alle an der Wade gemacht wegen hier. Ja, genau. Doch. Ja. Dann zeig jetzt mal. Ja, ich zeig's. Ich zeig's jetzt auch gerade. Ach shit, ja. Also meine Kamera ist halt aus, ne? Ich hab's hier gemacht, da. Siehst du? Da. Hier. Nein, den hat keiner gemacht. Aber der dachte gerade, wir hätten es gemacht. Und der so, ihr habt euch alle ohne mich was gestochen. Ja, ich dachte, ihr habt euch irgendwas gestochen, wo ihr sagt, nee, das ist jetzt dafür so gewesen. Aber wir wollten es ja alle machen, aber haben wir nicht. Ey, wenn ihr wollt, können wir es immer noch machen. Ja. Wie krass wäre es, wenn wir jetzt 6 Jahre später das Longboard Tour Tattoo machen lassen? Ja, auf Madeira. Nicht auf Madeira. Finde ich auch nicht gut. Wir müssen von uns allen die Koordinaten in der Mitte nehmen. Wir treffen uns in Dubai. Da kostet das Tattoo ja nur 2 Millionen Euro. Ich wäre am Start und pleite danach. Wenn ihr sagen würdet irgendwann, wenn wir uns mal sehen sollten und die Möglichkeit besteht, ich würde es machen. Ich habe jetzt auch, mehrere Tattoos. Und deswegen würde ich das irgendwie unter ein anderes Tattoo runtermischen, dass man es nicht sieht. Einfach, weil mir es generell peinlich ist, die Longboard schon nicht. Das ist auch mega. Weißt du, was man sagt heutzutage anstatt peinlich? Peinlo. Was? Nein, peinlo. Das ist der neue Trend. Peinlo. Peinlo? In jedem fucking Longboard to Reaction, wie du bringst einen neuen Trend raus. Ja, sieht gut aus. Kugel da, das heißt, du drückst das da rein. Ich hab bei Longboard Tour mitgemacht. Ja, Kamera so und dann du. Da ist mein Board, das wird erstmal jetzt richtig sauber gemacht. Ich habe meine Hose hier zum Trocknen erstmal aufgehangen, meine Schuhe da runtergelegt. Bringt viel. So, auch der Simon sitzt hier und macht sein Board sauber. Du geht es nicht so gut, er ist erkältet. Okay, jetzt geht's halt los mit, dass ich nicht mehr dabei war. Oh, das ist ein Cliffhanger für das nächste Mal. Cliffhanger. Ja, denke ich auch. Das ist ein Cliffhanger für das nächste Mal. Entsprechend haben wir uns jetzt direkt auf den Weg gemacht mit dem Taxi nach Lüchow, der nächste Ort, 20, 30 Kilometer entfernt, zur Notfallapotheke. Oh, guck mal, wie ich da schon sitze. Halbtot. Hi, wir haben da einen Erkältungsfall und würden gerne ein paar... Am Anfang dachten wir, das ist ja nur eine Erkältung, ne? Aber dann kam raus, was wirklich war. Ey, liebe Freunde, checkt auf jeden Fall bei Cheng vorbei. Da passiert so einiges gerade, was Villa Chibo betrifft, liebe Freunde, denn da wird eine Villa gebaut und...
Felix, auch auf YouTube. Du hast ja auch eine neue Show gestartet. Du hast ja ein mega krankes Setup auch aufgebaut einfach. Ja, wo du nicht als Gast kommst. Soll das? Ja, du hast mich auch nicht eingeladen. Du bist jetzt eingeladen? Jetzt so über das... Okay, ja. Jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Situation, Julian. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Nee, warum? Nee, ich komm doch gerne. Vorher hättest du es ignorieren können. Einfach ghosten, so wie immer. Aber jetzt kannst du es nicht mehr. Ghosten wie immer. Das hätte Felix mich jeden Tag angeschrieben. Ich so, ich bin nie da. Bei Cheng und bei mir. Nein, Felix, ich bin auf jeden Fall am Start. Wir wollen mit einem Land wohnen. Aber bei dir ist er einfach nur enttäuscht. Simon ist echt jemand, wenn irgendwie dein Haus brennt, dann kommt er mit Spiritus an. So ist, das ist Simon. Wollte er nach Deutschland kommen und dann wollte er nach Aachen kommen, oder? Er wollte nicht irgendwas machen? Ja, ist doch Corona. Ja, aber Vince und Lee wollten irgendwas doch machen. Ja, das Bett. Und jetzt hat er Corona erfunden, damit er das nicht machen muss. Ja. Nein. Aber ich bin auf jeden Fall am Start, Felix. Und checkt auch Simon. Bei Simon gibt es ganz viele Reaktionen. Er zeigt quasi dem Internet, was ist eigentlich gerade cool und was gerade ist eigentlich scheiße. Eigentlich machst deswegen du das. Deswegen gucke ich auch das Longboard-Tour-Video nicht an. Das ist nämlich sehr schade, aber du nimmst die Klicks dann halt hier nicht weg. Ey, vielen lieben Dank fürs dabei sein und bleibt immer fresh.